Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Online mit mir, dem Pete. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls sich meine Stimme ein bisschen sonderbar anhören sollte, liegt das daran, dass die Gamescom gerade vorbei ist. Wir haben Montagabend, also meine Stimme konnte sich schon etwas wieder erholen. Also sie hat es nur so bedingt getan. Wer bist du denn? Ah, du bist nur so ein Hunter. Falls ihr euch wundert, dass das Spiel ein bisschen anders aussieht, oder falls ihr euch das fragt, ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe noch eine weitere Mod addiert, die ich allerdings nicht mit bei Steam mit in die Liste schreiben kann. Es handelt sich um eine Cinematic Lightning Mod namens ENB, die mir empfohlen wurde. Und die ich jetzt nutzen werde, weil ich das tatsächlich optisch recht ansprechend finde, was hier gerade passiert. So, was möchte ich machen? Ich möchte gerne die Quest weitermachen, von der ihr mir alle geschrieben habt, dass das eine Daedra-Quest ist und Daedras teilweise echt fiese Typen sind. Egal, ich finde die Quest aber trotzdem witzig. Auch, oh Gott. Dafür müssen wir aber ganz schön weit weg. Was ist denn das günstigste? Von Solitude aus dahin? Dann machen wir das doch. Indem wir erst nach Whiterun reisen, ein paar Sachen verticken und dann mit der Karre nach Solitude. Dragon's Reach earned its name when the ancient Norse hero Olaf One-Eyed imprisoned his foe, the great dragon Numinex, within the palace. Crazy motherfucker. Skyrim legend tells of a hero known as the Dragonborn, a warrior with the body of a mortal and soul of a dragon, whose destiny it is to destroy the even dragon, Alduin. Was ist denn mit den Ladezeiten hier passiert? Bringt jetzt die Cinematic Mod irgendwie die ultimativ krassen Monster-Ladezeiten mit sich? Vielleicht ist da noch ein bisschen Tweaking vonnöten. Also falls mir das jetzt die Performance zu krass runterzieht, dann muss ich die Mod allerdings wieder raushauen. Wir schauen uns jetzt schon den vierten Tipp an. Da kann ja irgendwas nicht so richtig stimmen. Das ging ja vorher. Oh, es ist was passiert. Ach du heilige Scheiße. Das ist alles aber ganz schön hell. Kommt mir irgendwie nicht mehr so richtig realistisch vor, muss ich sagen. Nehmen wir hier ein paar Sachen verticken. Ich meine, es ist alles schön, dass alles warm ist und so weiter. Aber es kommt mir doch ein bisschen hell vor. Ein bisschen. Und die Lagezeiten kommen mir auch ein bisschen freaky vor. Hier drin geht's irgendwie wieder, weiß auch nicht. Ey, komm du mal her. Bondolf. Are you feeling sick? Take a look. Ich will einfach nur gucken, was ich dir verticken kann. Das Ding. Und das Ding. Und. Ach, scheiß drauf, benutze ich eh nie. Weg mit dir. Weg mit dir. Alles weg. Leather Bracers of Major Smithing. Weapons and Armor can be improved 70% better. Vielleicht soll ich das noch benutzen. Oh, Einhandwaffen. Ach, das interessiert mich ja nicht. 163. Ja, ja. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, mittlerweile schon ein bisschen was an Kohle angesammelt. Kann man ja mal so sagen. Das können wir eigentlich auch nahezu alles verticken. Wenn wir das selten benutzen. Das Übliche halt, ne? Ihr kennt das ja. Oh, wieso habe ich denn sowas mitgenommen? Das war nicht meine Absicht. So, und ansonsten... Nix. Farewell. Farewell. Oh, der Schatten von dem Hund ist allerdings krasser Shit. Oder, Hundi? Barbas. Geile redende Sau. Jetzt ging's laden schnell. Ich meine, müssen wir mal System, Settings, Display. Achso, vielleicht weil ich die Brightness so krass nach oben gestellt habe. Aber das Spiel dann wahrscheinlich nicht gedacht. Das sieht jetzt in der Tat ein bisschen anders aus.
Sieht echt crazy aus. Kann ich mal kurz an den Schleifstein bitte? Ich will kurz mal was nachgucken. Someone else is using this. Jetzt. Mädel. So. Grindstones, da kann man Sachen von, kann man Sachen verbessern. Aber meine Sachen kann ich nicht verbessern. I don't claim to be the best blacksmith in Lightrun. Yorland Greymane's got that honor. Man's steel is a legend. You lack the perk to improve magical weapons. Ich verstehe die Problematik dahinter. Dann muss ich mal wieder Sachen herstellen, würde ich mal sagen. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Nein, ich kann nichts machen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Guck mal, Heavy Armor, Bone Mold. Oh, dafür braucht man ganz viel Bone Meal. Vielleicht hätte ich das nicht alles wegwerfen sollen, wenn ich mir das hier gerade mal so ansehe. Damn it! Das ist ja schon krass, irgendwie. Habe ich alles schon so weit verbaut. Ich habe keine Gold und so weiter und so fort. Kann ich nicht Stahlsachen machen. Ja, aber ihr habt mir gesagt, die sind nicht mehr so gut. Aber besser als nichts machen, wa? Nehme ich mal an. Was soll ich denn sonst machen, nach dem Motto? Und das war's auch schon wieder. Have you met my father? The finest weapons and armor. Einfach nur kurz die Waffe wieder verticken, die ich gerade gebaut habe. Habe ich denn keine Goldsachen mehr? Oh, ich habe fast gar nichts. Krass. Okay. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Ja. Ich möchte jetzt gerne nach Solitude reisen. So, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. More unleashing Razor Snow of Dragons from the Blue brought down Birds of the Walking Winter's Woe, the High King in his Jagged Crown. Ja, das ging doch ganz gut. Achso, das war gerade die Geschichte mit der Jagged Crown, die wir zurückgeholt haben. Hüpf. Hüpf. Oh, das sieht schon ganz nett aus. Das sieht in der Tat schon ganz nett aus. Da fällt mir jetzt nichts ein, was ich dagegen sagen kann. Das kann man alles irgendwie auf Postkarten drucken. Fotos von machen. So. Your alarm. Where do you want to go? Ich möchte gerne nach Solitude. Climb and back and we'll be off. Ja, das hatte ich vor. First time to Solitude? Beautiful old city, capital of Skyrim, but I'm sure you already knew that. Wieso wird's denn so unscharf? Das war gerade ein bisschen komisch. Ich hoffe, meine Stimme geht euch nicht zu sehr auf die Cojones. Sie geht, finde ich, mittlerweile auch wieder. Ich habe heute Morgen mit, beziehungsweise heute Mittag, mit Jay Sky, Saints Row aufgenommen. Das war einfach nur krank. Da ging meine Stimme gar nicht. Huiuiui. Die Nächte sind allerdings schon ein bisschen dunkler geworden. Da gehe ich ja gar nicht klar. Da muss ich doch mal eben einen 10-stündigen Schlaf hinlegen hier am Wegesrand. Wieder letzte Penner. Penner. Ferner. Auch wobei, so einen Morgen hätte ich auch mal vernünftig gerne gesehen bei dem Cinematic Mod. Es ist, kommt mir so vor, als wäre alles so ein bisschen überbeleuchtet. Vielleicht ist noch nicht alles so optimal. Ich habe übrigens auch nicht die Dark Knight Version von der Mod genommen. Da soll es wohl einmal eine Dark Knight Version geben und einmal eine normale. Und ich habe die normale gewählt. Das ist die hier. Und ich habe die ganzen Indie-Sachen geändert, falls jetzt gleich wieder jemand ankommt und sagt, aber Peter, du Idiot, musst du noch die Indie-Sachen ändern. Ja, das habe ich gemacht. Das Problem ist, es verschlechtert echt deutlich meine Performance. Das merkt man sofort. Muss ich vielleicht nochmal nachgucken nach der Aufnahmesession. So, wie ist denn jetzt hier die Lage? Ach, nach da ganz hinten muss ich. Kann ich irgendwie hier so rum? Oder machen wir das? Machen wir eine kleine Wanderung. Wo ist eigentlich mein Pferd? Wie geht's dir, Barbas? Alles cool? Alles cool wahrscheinlich.
Dann wollen wir mal weitergehen. So ein farbenfrohes Spiel auf einmal geworden. Passt ja eigentlich gar nicht so richtig zu Skyrim, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die hassen mich da vorne. Seid ihr sauer auf mich? Nee, ihr seid sauer, glaube ich, auf einen Drachen oder so, oder? Oh ja, da vorne ist er. Wo möchtest du hin, lieber Drache? Na, ich glaube, der wird sich nicht groß mit uns beschäftigen, leider. Ja, ja, war wohl nichts mit dem Dragon. Alles cool bei euch? Oh. Trau dich. Komm nur her. Feige Sau. Dann gehen wir weiter. Ja, Gamescom war krass. Also war echt krasser Scheiß. Noch nie so anstrengende Tage gehabt. Also, wir hatten da ja auch die Let's Play Meets Gamescom Bühne, wo wir unsere Auftritte drauf hatten teilweise. War total abgefahren, wie viele da waren von euch. Und wie ihr abgegangen seid. Boah, war das geil. Das kann man gar nicht beschreiben. Das war, für mich waren die Tage wie so ein Blur. Also wie alles ist verschwommen, wenn man drüber nachdenkt. Weil alles irgendwie so schnell ging und immer von A nach B und Leute umarmt und Fotos gemacht, Autogramme gegeben. Und man hat nie durchgeatmet im Endeffekt. Es gab keinen Punkt des Zurücklehnens für die komplette letzte Woche im Grunde. Und jetzt ist Montag nach der Gamescom. Aber man hat es irgendwie immer noch nicht so richtig gecheckt, was eigentlich passiert ist. Wenn man ganz ehrlich ist. Einfach, ich weiß auch nicht, es war krank. Und es war super auf jeden Fall. Es war echt super. Aber viel länger hätte es nicht sein dürfen. Fucking Spinne. Da hinten ist noch so ein Ding, da würde einen bestimmt auch wieder so einen Ruf drin erwarten. Das tränt mein rechtes Auge. Das haben wir da perfect timing mit. Majestät, Moment, ich muss mit dem Bambus fangen. Nö, 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 nö. Wir haben nämlich jetzt irgendwie Civilization lieb gewonnen. Civilization 5. Und ich wollte mal mit dem Bram zusammenzocken. Nein, finde ich irgendwie öde. Also ist auch cool alleine auf jeden Fall, aber irgendwie ist es cooler, glaube ich, wenn man sich noch mit jemandem dazu unterhalten kann. Ich habe es auch nicht komplett gecheckt, ich habe bisher immer nur voll den niedrigen Schwierigkeitsgraden gespielt und so. Aber ist voll das entspannende Spiel. Also ich, vor der Gamescom habe ich mich damit auseinandergesetzt. Währenddessen no chance. Ich hatte auch den Jay, der hat bei mir übernachtet, bis der echt abends irgendwie nach Hause gekommen. Und einfach ins Bett gefallen, also wirklich so wortwörtlich. Wirklich so rein, noch kurz ins Bad, gute Nacht gesagt und dann ein paar Stunden geschlafen, die man hatte und dann wieder ab dafür. Kranke Zeit war das. So, wir werden hier aber ganz schön krass durch die Ballerei geschickt. Weiß noch nicht so ganz, ob ich den Mod besser finde oder nicht besser finde. Ich frag euch mal. Schreibt es in die Kommentare. Wie der Phil sagen würde von White Teddy. Ob ihr diese Cinematic Mod gut findet oder nicht. Wenn ja, dann muss ich auf jeden Fall noch irgendwas entschrauben, weil die Performance ist echt im Sack. Ihr merkt es wahrscheinlich vom Video her nicht. Das merkst du nur beim Zocken. Aber da bin ich irgendwie auch snobby geworden, kann man schon fast sagen. Also ich habe Gothic früher wahrscheinlich mit 10 Frames per Second gespielt. Ja, Hauptsache ich kann durch diese freie Welt laufen. Aber das will ich für heutzutage nicht mehr antun. Ich weiß ja, wie es anders sein kann. Wenn die Aufnahme nicht läuft, dann ist ja alles easy. Ja, ein Eiswald. Oh. Der kleine, du hässliches Kerlchen. So, ja, du machst den einen schon, ne?
versucht er jetzt zu fliehen oder was? Oh, da sind die aber mal krass ausgewichen, die da. Mach ich das halt. Nee. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Still here. Ja, super. Still here? Oh, scheiße. Ich kann keine Frauenstimmen nachahmen aktuell. Das wiederholen wir. Ey, wieso gucke ich denn in solche Sachen gar nicht mehr rein? Normalerweise gucke ich doch in die Sachen rein, an die ich vorbeikomme. Was ist das für Quatsch? Was ist hier los mit mir? Leute. Ich muss ja nochmal darauf achten, dass ich hier keinen Mist baue. Ja, wir enden aber ordentlich voll. Ordentlich zerfleischt. Oh, what the fuck? Ist der Turm kaputt? Oh ja, der Turm ist kaputt. Der ist umgefallen. Hier war mal ein Lager. Kurz. Aber Essen ist noch drin im Topf. Sehr spritzig. Und dann kamen die Wölfis. Dann ist der Koch zum Essen geworden. Hättest du nicht wenigstens nur eine Truhe da lassen können oder so? Da bin ich mal wieder so inkompetent und finde die nicht. Wieso ist denn da so ein Übergang? Ich will da hoch.